guten Tag. Mein Name ist Andreas Dröger von der IMK GmbH. Vielen Dank für die Einleitung an Frau Steputis. Ich muss ja eigentlich zurück. Mein thematischer Schwerpunkt des Vortrages war der Tagesrückblick. Auf den kommen wir jetzt auch mal ganz kurz. Es ist ganz viel Content heute geflossen. Also wir haben viel auch in den Workshops gelernt. Wir haben uns Zukunft der Innenstädte beschäftigt. Wir haben uns konkret auch mit den Anforderungen des Wandels bezüglich auch der Handelslandschaft in den Innenstädten beschäftigt. Viel gehört, das würde, glaube ich, jetzt auch die Dauer, die mir für diesen Vortrag zur Verfügung steht, bei Weitem überreizen. Von daher haben wir uns letztendlich jetzt auf das konzentriert, was Sie vorne bei uns am Stand gelassen haben, diese Anregungen. Also wir haben heute während der Konferenzdauer Sie angesprochen und haben gefragt, was sind so Ihre konkreten Anregungen für Thüringer Innenstädte? Das war die eine Perspektive. Und die andere Perspektive zielte natürlich konkret auf unser Projekt, also die spezifische Erfurter Innenstadt. Was ist geblieben? Vielleicht das auch nur noch mal ganz kurz anzuteasern. Wir haben das hier auch dann mal geordnet in inhaltliche Punkte. Das ist ähnlich, das sind ähnliche inhaltliche Punkte, die auch im Rahmen unserer aktuellen Projektarbeit angeregt wurden, thematisiert worden sind. Zum methodischen Aufbau der Studie würde ich gleich noch mal was sagen. Aber was sind so Themen, die Sie heute an uns adressiert haben? Das ist... Na gut, wir fangen oben an. Rot hinterlegt. Die Zwischennutzung für Leerstände. Also das war auch vielen wirklich ein Anliegen, dass man so sagt, oder dass man darauf abzielt, letztendlich Leerstände auch nicht wahrzunehmen, sondern wirklich dort auch Zwischennutzung zu organisieren, insbesondere aus dem Bereich Kultur, Kreativwirtschaft. Also wirklich mal in einem Prozess zu überlegen, wie gehe ich mit temporären Leerständen um, bevor da auch so eine negative Dynamik entsteht. Das war ein Punkt. Das andere ist, das führt auch bestimmt zu intensiven Diskussionen der anwesenden Stadtentwickler, da geht es darum, hören Sie mich noch? Ja. Die Aufenthaltsqualität zu steigern. Hier geht es insbesondere um Räume, also auch um Stadtklima, um mehr Grün. Ja. Das beschäftigt nicht nur Erfurt, sondern auch die Thüringer Innenstädte. Es geht darum, letztendlich auch einen attraktiven Nutzungsmix zu bewahren. Und man sieht das hier, das war auch ganz interessant, bei den Anregungen, das bezieht sich nicht explizit auf den Handelsmix, sondern es ging auch darum, wie kann man Sport im städtischen Raum organisieren, ja? Wie kann man Freizeitgestaltung, Gastronomie, was haben wir noch, Handel, Kultur, Vielfalt, Erholungsangebote, auch in der Innenstadt, die nicht explizit dann sozusagen aus der Innenstadt heraus organisiert werden müssen. Also das sind Punkte, die wirklich konkret genannt wurden bezüglich der Thüringer Innenstädte. Und wenn wir uns das mal anschauen, wie sieht das explizit für Erfurt aus, dann sind es hier fast ähnliche Punkte. Es ist die Begrünung, also auch hier Aufenthaltsqualität. Es ist die Eventisierung, insbesondere auch, das haben wir auch in den Workshops zu Erfurt gesehen, dass explizit für Erfurt sich gewünscht wird, auch mehr junge Zielgruppen anzusprechen mit Angeboten, gerade Stadtfeste und so weiter, die dann doch schon eher auf ältere Zielgruppen zielen, das auch wirklich über Szene und so weiter, auch über die alternative Szene, eher auch inhaltlich zu bereichern und entsprechend Angebote mit zu organisieren. Mobilität für alle, ein großes Thema im Moment auch in der Erfurter Innenstadt. Und auch ein Thema sowohl in der Perspektive Thüringen als auch in Erfurt, die Verwaltung sollte nicht als Verhinderer agieren, sondern proaktiv als Unterstützer. Also sollte weniger aufgezeigt werden, was nicht geht, so wünscht man sich das zumindest, sondern wie kann eine Lösung vielleicht auch mit beiderseitiger Unterstützung herbeigeführt werden.